Simples Setup, simple Köder, simples Gewässer. Also ganz basic, mit einfachem Setup, mit einfachen Ködern, einfach hier am Windenbach angeln und ordentlich Silber und XP machen. So simpel kann das Angeln sein, wenn man die ersten Grundrouten schon hat und dann kann man Gas geben und mit dem Feederset Start zum Beispiel ordentlich hier schon mal rausziehen die Brocken. Und zwar kunterbunt. Kunterbunt alles mitnehmen, denn das lohnt sich am meisten, wenn man hier am Windenbach ist. Heißt also, wenn du gerade relativ frisch noch bist im Game und du hast vielleicht hart erspart, hart auf 150 Silber gespart und konntest dir für 149 Silber das Feederset Start leisten. Gucken wir mal eben rein, hier ist es. Also das Feederset Start, so sieht es aus. Dann kann man mit diesem Set schon ziemlich gut starten und richtig gut am Windenbach Cash machen. Eine Kleinigkeit würde ich ändern. Und zwar als erstes die Hakengröße. Also 14er Haken weg, zack, 18er Haken drauf, jawohl. Und dann steht man hier richtig gut am Windenbach. Und dann ist nur noch die Frage, welcher Köder. Natürlich kann man hier einfach mit dem ollen Regenwurm angeln. Bester Köder. Regenwurm, da geht einiges. Andere Möglichkeit wäre, auch richtig schön billiger Köder, Zuckmückenlarve. Denn darauf geht auch so einiges. Da kann man richtig schön viel Variation an Fischen rausziehen. So sieht es bei mir gerade aus. Ich teste jetzt hier gerade knappe 20 Minuten und es sieht schon kunterbunt aus. Und der Riesenvorteil ist, wir kriegen hier ganz viele Fische, die auch regelmäßig immer im Café drin sind. Bedeutet also für dich, du angelst hier 20 Minuten, hast nicht den normalen Casherpreis, den normalen Verkaufspreis, sondern kannst hier diese ollen kleinen Barsche und die Muscheln und die kleinen Kaulbarsche für ein Vielfaches mehr an Silber verkaufen im Café. Und das lohnt sich halt so richtig. Also ganz kleines Set, Anfängerset und damit dann eben hier schön auf Masse gehen. Wir gucken natürlich gleich auch nochmal rein, was das Ganze so kostet. Also zum einen der andere Haken und zum anderen die Zuckmücken, genau. Und wie man und wo man hier steht. Ich habe jetzt einfach random, komplett blind getestet. Was heißt blind? Ich kenne natürlich das Gewässer. Aber ich habe einfach mal einen der Spots getestet, die immer wieder ganz gut funktionieren. Und es hat auch sofort losgelegt hier. Also sind sofort die Brocken reingegangen, ohne dass ich jetzt hier irgendwie was machen musste. Klappte das schon mal ganz gut. Wenn du das hier so ein bisschen professioneller machen willst, wollen wir es mal ein bisschen übertreiben, dann musst du natürlich noch ein bisschen mehr investieren. Das würde ich allerdings erst dann machen, wenn du, naja, ich sag mal so auf dem Weg in Richtung Level 20 bist und trotzdem noch auf entspannt, ohne Futtermische, ohne alles, einfach mal locker flockig am Windenbach ein bisschen Cash machen willst. Dann würde ich mir zumindest mal vernünftige Bleie holen, schön dünne Vorfächer und dann rein hier. Was man auch sehr gut machen kann, man kann hier einfach mit Mikrobraid angeln. Aber auch das ist dann wieder so eine Geschichte, wenn man ein bisschen höher ist vom Level. Wenn man erst relativ frisch hier ist und man hat das Feederset Start gerade relativ frisch, dann einfach rauswerfen, 18er Haken, Zuckmückenlarve, 18er Haken mit dem Regenwurm oder. Einfach die ollen Würmer reinschmeißen, die billigsten Köder und das funktioniert in der Regel schon ganz gut hier. Zack, der nächste Brocken. Gerne was Fleischiges nehmen. Gerne was Fleischiges und die Teige, die dann einfach am Moskitosee verwenden. Klar kann man da natürlich auch mit dem Wurm angeln. Aber am Moskitosee hat man vielleicht nochmal eher so Giebel und Karauschen. Die mögen halt so die Teige. Und hier am Windenbach, da ist einfach ein bisschen mehr Action. Ich habe auch übrigens gar keinen Clip hier drin. Ich habe einfach reingeballert. Zack, da ungefähr, wo der Schatten ist, wo die Reflexion hier im Wasser ist, da so reingeschmissen. Und wie gesagt, wenn du es jetzt ein bisschen professioneller machen willst, dann schnappst du dir ein passendes Blei. Denn an der Stelle ist der Untergrund sandfarben. Und es gibt sandfarbene Bleie.
Also passt man dann im Idealfall das Blei dem Untergrund an. Wenn du hier vorne hinwirfst, ziemlich genau da in die Spiegelung, hast du kiesigen Untergrund. Kann man auch machen. Einfach mal auch, um zu testen, ob da nicht vielleicht andere Fische sind. Dann aber das Setup hier nehmen. Dann nimmt man so ein Steinblei. Hier unten der Bereich ist ja jetzt hier der wichtige. Also Zuckmückenlarve, 18er Haken, kleines Vorfach. Hier in dem Fall nur 3,2 Kilo. Also das gesamte Setup ist auf 3,2 Kilo nur ausgelegt. Steinblei. Alles, was hier oben kommt, ist übertrieben, braucht man alles nicht. Also so könnte das Feederset Start hier unten aussehen. Das gesamte Setup ist, wie gesagt, auf 3,2 Kilo ausgelegt. Und dann werfen wir einfach mal hier vorne locker rein, auch ohne Clip. Wenn du einen Clip machen willst, dann mach einen Clip. Denk dir was aus, 6 Meter, 7 Meter. Mach den Kohl nicht fett. Clip lohnt sich erst, wenn man eine Futtermische verwendet und immer an die gleiche Stelle auch werfen will, da, wo eben das Futter ist. Ohne Clip, naja, wirf einfach dahin, wo du denkst, probier ein bisschen aus und wenn du sagst, boah geil, da hat das ja richtig gut funktioniert, dann wirfst du da einfach wieder hin. Und dann kannst du immer noch sagen, okay, jetzt probieren wir mal auf dem Clip, ja, könnte hier mal auf 10 Meter sein, alles klar. Und dann immer wieder wiederholen. Ja, in Gänze, wie gesagt, es sieht kunterbunt aus und das funktioniert eben auch immer wieder. Also immer wieder an ganz, ganz, ganz verschiedenen Stellen. Jetzt gerade hier auf der Map, direkt hinter der Insel, relativ simpel. Also linke Seite hier eher ein bisschen sandig, rechte Seite hier vorne eher kiesig, da hinten aber auch wieder sandig. Aber wenn man hier das so ein bisschen variieren will und testen will, läuft das super. Genauso kann man sich auch hier super hinstellen mit der Stippe. Heißt also, wenn du die Posen, die Grundrouten noch nicht alle zusammen hast, dann einfach mit der Stippe hier hinstellen. Übrigens, das Ganze wird natürlich auch ausführlich erklärt in der Tutorial-Serie 2023. Da wird einfach alles von A bis Z erklärt, damit man schön mit einem Anfänger-Account auch richtig gut klarkommt. Übrigens das Ganze natürlich auch mit einem Level 1 Tutorial-Account frisch gemacht, unter realen Bedingungen und nicht wie ich jetzt hier gerade mit Level 46. Das hier jetzt einfach nur nochmal zum Zeigen und zum dran erinnern. Man kann eben auch mit ganz simplen Ködern hier sehr, sehr nice angeln. Wir gucken natürlich gleich auch nochmal in die Kaffeeaufträge rein. Gerade jede Menge Barsche, das ist gut. Denn es gibt auch immer wieder verschiedene Barsch-Kaffeeaufträge. Oh, kein Platz hier, kein Platz, kein Platz, kein Platz. Dann stellen wir es einfach hier hinten hin. Geht auch. Und hier ist nichts dran. Dann ziehen wir wieder ein bisschen lang. Ja, so und so ähnlich kann man natürlich überall angeln. Also ich sag mal, einer der wichtigsten Spots ist natürlich hier vorne. Aber auch schon direkt da, wo man startet, neben der Brücke sofort, ein bisschen weiter unten hier ist nochmal ein Anleger. Eigentlich diese klassischen Spots. Also 1, 2, wie gesagt, hier direkt 3. Dann kann man hier zwischen auch mal werfen. Hier ist überall alles Schilf. Ganz wichtig, hier oben auf 118 eine Stelle. Da klappt das auch immer wieder gut mit dem Don Kaulbarsch. Oder eben auch mal hier in diesem Bereich. Ich glaube, zuletzt wurde sogar hier an der Stelle, hier in diese Area geworfen. Nee, warte mal, Alter. Wenn wir jetzt gerade da so stehen. Auf 5 Uhr hat er geschrieben. Ich hatte nämlich einen chinesischen Spieler angeschrieben. Jetzt muss ich mal eben kurz umdenken. Ich stehe da vorne auf der Spitze und dann hat er gesagt, auf 5 Uhr. Das heißt, in die Richtung, alles klar. Also von hier aus, hier hingeworfen, auf 15 Meter, da ist ihm ein 300 plus Gramm Don Kaulbarsch reingeballert. Das ist natürlich auch ein Ding. Nimmt man auch gerne mit. So, läuft hier. Also einer nach dem anderen, richtig schön die kleinen Brocken auf sehr, sehr feinem Setup. Und ja, Rotaugen kann ich noch mehr gebrauchen. Theoretisch müsste ich jetzt hier vorne, wenn jetzt hier vorne rechts die Rotaugen sind, alles da vorne auswerfen in Richtung Rotaugen. Allerdings brauche ich auch im Idealfall nochmal eine Muschel oder sowas. Guck mal, eine kleine Brasse noch.
Aber jetzt werfen wir einfach da vorne aus. Übrigens geht das auch, ne? Wenn du das Blei hast, du hast jetzt nur diese eine Art Blei, die sandfarbene Bleiart. Das ist jetzt nicht so dramatisch, dass auf einmal keine Fische mehr beißen, weil du die Farbe, die falsche Farbe dran hast. So ist das nicht. Aber es ist eben zusätzlich nochmal so eine feine kleine Optimierung am Setup. Und das kann dann im Endeffekt oder auf Masse gesehen doch nochmal ein bisschen ausschlaggebend sein. Apropos auf Masse, es ist immer gut, an solchen Gewässern zu angeln, damit man Prozente bekommt im Grundangeln. Grundangeln schön auf 100%, die ersten 30% schon absolut essentiell, damit man alleine schon mal ein bisschen mehr an Fische fängt. Wenn du die schon mal geknackt hast, dann hast du schon mal ein bisschen mehr Boost, dann hast du schon mal ein bisschen mehr Frequenz bei den Fischen. Und letzten Endes bis 100% steigert sich auch die Frequenz der gefangenen Fische. Von daher schön durchhalten, immer mal wieder hier solche Speed- und Masse-Spots machen und einfach auch mal ein bisschen was Kleines angeln. Ich war ja schon lange nicht mehr hier am Windenbach. Ich habe ja eine ganze Zeit lang mal den Don gesucht und habe quasi fast wöchentlich auch Videos zum Windenbach gemacht. Deswegen wurde es mal wieder Zeit, einfach mal hier auch am Windenbach zu testen. Jawollo, geht auch richtig ab hier. Jawoll, und in der Mitte auch. Sehr gut. Ja, auch hier hinten in dem Bereich. Hier die Stelle, super wichtig. Hier oben, also es gibt ganz, ganz, ganz viele Stellen, die immer wieder funktionieren. Einfach mal gucken, wo es so ein bisschen hübsch aussieht. Einfach mal gucken, oh ja, klar, sieht ganz gut aus. Probiere ich mal aus. Zack, guck mal, hier sind auf einmal noch die Gründlinge. Sehr gut, die hatte ich noch gar nicht bisher. Dann weiß man doch auch, was hier auf einmal geht. Und hier noch ein bisschen was Dickeres. Sehr gut. Ja, so simpel und so kann es gehen. Einfach nur auf Zuckmückenlarve. Super günstig. Und wie günstig das alles hier ist, das gucken wir uns jetzt mal eben an. Also, kurzer Blick. Jawollo. Kurzer Blick ins Café und kurzer Blick natürlich auch in den Shop, was das Ganze denn so kostet. Also, schauen wir mal zunächst hier in den Angelladen, beziehungsweise erstmal schön hier gratis essen gehen, jawohl, sehr gut. Und jetzt in den Angelladen und dann gucken wir doch einfach mal nach hier bei Naturködern. Einfach hier oben nochmal auf Naturköder, Naturköder klicken. Was man natürlich gut machen kann, einfach hier diese Box kaufen. Lohnt sich tatsächlich, weil schön viele verschiedene Köder plus auch noch ein guter Preis. Also, das lohnt sich tatsächlich. 30 von jeder Art kann man wirklich ganz gut machen und gerade wenn man hier steht und man will alles angeln, dann nimmt man einfach seine drei Grundruten, macht einfach drei verschiedene Köder drauf und der Köder, der am besten funktioniert, den baut man dann auf alle drei Grundruten aus und ab geht es. Oder wie gesagt einfach nur die Zuckmückenlarve, Alter, Bloodworm genannt. Also ganz, ganz, ganz simpel mit dem komischen Kringel hier. Zuckmückenlarve kostet, ja, so gut wie nichts. Da kann man sich mal tatsächlich auch 1500 holen. Und das ist ja, ich habe sogar noch 2000. Das ist ja quasi nichts, was das kostet. Also, wenn man hier mal 17 investiert, 17 Silber in 300 Zuckmückenlarven, dann machst du aus diesen 300 Zuckmückenlarven, lass mich mal nicht lügen, ich würde sagen, bestimmt 400 Silber, mindestens. Und da muss es schon schlecht laufen. Also, da kannst du auf jeden Fall mal richtig schön rein investieren und dann auch Attacke Vollgas geben. Nächstes Ding, wie gerade schon gesagt, Kaffeeaufträge. Rotauge hatte ich jetzt gerade erst eins, aber da kommen bestimmt gleich noch welche dazu. Hätten wir schon 5 Silber, da müssen wir natürlich gucken. Hier war gerade eine Muschel drin. Also, die können wir schon raushauen. Bringt uns 3 Silber. Die Karauschen, die finden wir, gucken wir mal eben auf der Map. Karauschen finden wir eher hier oben. Giebel und Karauschen auf Teige, die sind hier oben. Hier ist stehendes Gewässer. Da sind die langsamen Fische. So, dann gucken wir hier weiter rein. Schläfergrundeln können auch da oben sein. Rotaugen auch. Muscheln, alles fließend. Kaulbarsche, guck mal hier, zack, 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 2 Stück, unmaßig, die bringen gar keinen Cash, die bringen nichts. Wir gucken mal eben rein, der 23 Gramm und 24 Gramm bringen, wenn wir die normal verkaufen würden, Kaulbarsch, zack, nach Preis, bringen 0,06 Silber, puh, nichts ist das. Deswegen ist es natürlich sensationell, dass wir die hier verkaufen können.
Anstatt nichts kriegen wir jetzt 7 Silber 36. Ich werde ja weich, Alten. Direkt verkauft. So, genauso mit dem Barsch. Unmaßige Barsche ab 50 Gramm. Ist das nicht der Hammer? 1, 2, 3, 4, 5 Stück für 10 Silber 90. Lübt doch der Lachs. Also, wir haben die ersten 20 Silber schon drin. Und die anderen Kandidaten, die fangen wir eher, ja, wie gesagt, oben in dem Bereich, wo es eher still ist. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich ja eben auch mit dem restlichen hier. Also auch hier die ganzen Kaulbarsche, gerade nachts natürlich auf Kaulbarsche gehen. Auch da gibt es ein extra Video nochmal zu, was angeln, auch in der Tutorial-Liste. Genauso wie die Videos, was kaufen, auch super wichtig, super essentiell, damit man genau weiß, was man kauft im Early Game, im Mid Game und dann später auch im Endgame. Also nochmal 40 Tacken in der kurzen Zeit jetzt hier. 40, 50, 60 Silber ohne besondere Fische und das alles mit einem Silbereinsatz von, keine Ahnung, keine 5 Silber. Also super, super günstig und damit halt richtig gut Cash gemacht. So geht man schön simpel rein, so kann man Gas geben am Windenbach und am Mosquito und so nimmt man dann das investierte Geld oder das verdiente Geld und investiert es dann wiederum in Futtermische und so weiter. Auch das wird alles erklärt in der Tutorial-Serie. Ist ja klar, ist halt komplett alle Infos in einer Playlist. Von daher, Petri Lümmels, Daumen da lassen, wenn es geholfen hat, Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr und Freitags gibt es immer Wettangeln für jedes Level, also am Low-Level-Gewässer Wettangeln auf ganz kleine Fische. Kann jeder mitmachen. Petri, bis zum nächsten Mal.